Bitte! Hätten Sie es gedacht? Das Kommissariat von Bundespolizist Thorsten Falke. Es liegt in einem leerstehenden Bürokomplex in Hamburg City Nord. Hier arbeitet der Ermittler an seinem neuesten Fall, bei dem sich Rechtspopulisten und Linksautonome einen heftigen Krieg mit unsauberen Mitteln liefern. Also eigentlich wie im richtigen Leben. Diesmal sind wir in einer politischen Partei angesiedelt. Da passiert ein Mord, den wir aufklären müssen von der Bundespolizisten. Und es ist eine Partei, die zum Beispiel Falke, der aus dem linken Spektrum kommt, gar nicht liegt. Und im Hintergrund mischt offenbar auch noch der Staatsschutz mit. Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, ihr Spacken vom Staatsschutz macht so ein bisschen euer eigenes Ding. Also, womit hat Nina Schramms Mann gedroht? Ich will das jetzt wissen. Sie bringen mir echt in Schwierigkeiten, Falke. Aha. Wir haben das Handy von Richard Schramm abhören lassen. Illegal. Und das halten Sie die ganze Zeit zurück? Naja, bisher sah das auch nicht so aus, als ob das eine Relevanz hätte. Meine Fresse. Es ist natürlich in einer Welt angesiedelt, die wir kennen durch unsere politische Welt mittlerweile. Und deswegen, es bleibt ein Tatort, aber der hat natürlich etwas Potenzial, über das es sich lohnt, nachzudenken. Wir wollen gar nicht mit dem Zeigefinger die Leute zum Nachdenken zwingen, sondern sie anregen. Gesellschaftliche Themen aufgreifen ist Tatort-Tradition. Recht neu dafür ist immer noch das Duo Falke Gross. Das hatte ich noch nicht so, also dann doch eine Figur so lange zu erzählen. Und das ist wirklich, das macht wirklich Spaß. Ich habe mich jetzt schon sehr aufs Weitermachen gefreut. Zum dritten Mal ermitteln die beiden in dunkle Zeit gemeinsam. Kat, sehr schön, Nils. Danke, Wotan. Klasse.